So, Männer, passend zu eurer Leistung komme ich heute als Abstiegsgespenst. Das ist doch voll das Scheißkostüm. Ich hab meinen Gudrun gesagt, die soll da Löcher reinschleifen. Wie sieht denn aus, Mann? Kackdreck da wieder. Scheiße wieder. So, fertig. Dem Kostüm geht direkt an den Baum nach Schalke, ne? Der hat jetzt vor dem Spiel gegen Stuttgart auf Schalke TV ein Interview gegeben, hat gesagt, sein größter Erfolg war deutscher Meister mit der Schülermannschaft. Ich sag mal so, im Schalker Abstiegsstrudel reicht kein Seepferdchen. Geil war dem Kevin Großkreuz, lädt er dem Haaland vom BVB lebenslang zum Essen ein. Hör mal, Kevin, kommst du zu uns zum Training? Kriegst du von mir den Schalker Hotdog. Richtig. Beilage nur 11 Gurken. Stefan! Dein Ballbesitz ist wie deine Verkehrslage! Du hast keinen! Den wichtigsten Derby gibt's in der zweiten Liga, HSV gegen St. Pauli. Mein Favorit, ganz klar, HSV mit Knipser Terodde. Der kriegt jetzt einen eigenen Rap-Song. Unser Hermann, Torwart, hat auch einen eigenen Song. Ole, 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 dicke Titze Kartoffelsalat. Ole, 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 dicke Titze Kartoffelsalat. Und die Bayern vor dem Spiel in Köln, ne? Riesenprobleme. Im Champions-League-Spiel bei Lokomotive in Moskau, ne? Kimmich in der ersten Halbzeit, falsches Trikot, ne? Logo vom Sponsor falsch, ne? Dem Goretzka das Shirt gerissen wegen seinen Muskelarmen. Dem sind Probleme, ne? Bei uns sind alle so fett, uns reißen regelmäßig die Hosen. Wir spielen gerade aktuell mit den Trikots aus der C-Jugend. Auf dem Feld 11 Bockwürste und ich bin gleich am Platzen. Ferdinand! Lachen auf dem Platz! Lächeln! So ist gut, jawohl. Ey, dem ist so hohl in der Birne, machst dem zwei Teelichter ins Ohr, dann hast du einen Kürbis. Apropos Kürbis, ey. Wir hatten letztes Jahr zur Halloween-Zeit hatten die Trainingslager in der Halle. Ne? Und mein Ferdinand mit 8 Promille aus der Halle raus vorsorglich schon Kürbisse für zu Hause gekauft. Der kommt zu Hause an, ne? Setzt sich an den Tisch, ist dem Kürbis am Aushöhlen, ne? Und merkt plötzlich, das geht gar nicht richtig, will den durchschneiden. Alles funktioniert nicht, bis er merkt, er hat aus der Halle einen Medizinball. Andi! Hast du deine Uhr umgestellt? Ja! Dann komm raus, leg sie auf den Bein, kannst du Stunde länger pennen. Wie Gladbach, ey, in der Champions League. Schön in der Nachspielzeit gepennt gegen Real. Ja, da hieß es irgendwie Gladbachs realer Albtraum. Mhm. Das hier ist ein Albtraum. Kannst gerne mal vorbeikommen, Marco Rose, dann können wir tauschen. Meine Jungs kennen Real nur, wenn Benny zu hat. Hermann! Wenn du die Frikot auf dem Platz, dann jedenfalls mit Senf. Viele haben mich ja gefragt, sag mal, Uwe, habt ihr in der Mannschaft denn auch ein Maskottchen? Ja, sicher. Ein Papagei. Ja, was? Das war vor 76 Jahren auf dem ersten Mannschaftsabend, ne, Manfred Kasubke. Der war damals Klempner, ne? Und hat seine Zange irgendwie verlegt. Und nach 38 Pilzkin hat der Kollege, wollte die Zange nicht mehr hergeben. Und der Kasubke, gib die Zange her. Also, lass meinen Papagei in Ruhe. Dem ist ein bisschen wie bei Karneval, aber nicht ganz so schlimm wie in der Mainzer Fasnacht. Mainz, ey, was ist da los? Erst Spielerstreik, jetzt keine Punkte und Jan-Moritz Lichte, Trainer, kriegt eine Jobgarantie. Mhm. Wobei, dem Lichte geht's genauso wie mir. Ich habe ja letztens eine Lauftrainingseinheit angesetzt, morgens um 7. Und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass da irgendjemand kommt. Und ich habe recht behalten. Stefan! Du sagst doch deine Eulen zu Hause auch nicht, wenn die fragt, wo ist der Besen? Geh zu Fuß! Machst du nicht, ne? Noch ein so ein Foul und dann fliegst du. Stefan und Andi, Freistoß, ne? Andi, du schießt, Stefan wie beim Team Kick oben draufhauen, vielleicht schießt er dann mal richtig. Oh. Ey, was eine Schusstechnik, ey. Dann im Spiel zeige ich euch das, ey. Mir langt's jetzt, echt.